Ja, hallo ihr Lieben, euer Judd wieder hier mit einem neuen Tutorial, würde ich mal sagen. Ja, zuallererst möchte ich einmal ein fettes Danke aussprechen. Unter meinem letzten Video bezüglich der Network-Channels habt ihr ja gut kommentiert. Ich habe im Discord einige Privatnachrichten erhalten und ja, das finde ich mega geil, ja, weil ihr habt mir entsprechend Content gegeben, wozu ich Videos machen kann. Eins davon kommt heute. Und ja, also wie gesagt, einmal ein riesiges Mega-Danke, weil nur mit Content kann ich entsprechend auch Videos produzieren, weil irgendwann gehen mir einfach die Ideen auch aus und dann kann ich auch keine Videos machen. Die Sache, ich werde hier jetzt gleich noch ein bisschen was zu dem Video sagen, worum es gehen wird. Es passt nicht hundertprozentig zum Titel, so viel sei schon mal gesagt. Aber ich muss zu dem Video eines sagen. Das ist hier jetzt kein Zuckerschlecken. Einfach mal so in den Raum geworfen. In diesem Video wird es jetzt nicht ganz einfach werden. Es wird sehr viel Logik abverlangen von euch. Ihr müsst mit Binäroperationen umgehen können. Ja, ein bisschen was werde ich euch zeigen und erklären, aber ich kann euch nicht alles zeigen und erklären. Das funktioniert einfach nicht. Da müssen wir wirklich ein eigenes Video machen, nur für Binäroperationen, aber dafür gibt es eigentlich auf YouTube wirklich genug. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ein, zwei raussuche, die gut sind, auf Deutsch und auf Englisch. Ja, für die Leute, die der englischen Sprache mächtig sind, wäre es teilweise auch sinnvoll, das Englische zu gucken, weil häufig erklären die das manchmal ein bisschen besser. Häufig, manchmal, ja, egal. Gut, aber da werde ich mal gucken, ob ich welche, dass ich welche raussuche und euch hoffentlich verlinke. Nicht, dass ich es vergesse. Wenn ich es vergesse, bitte ab in die Kommentare. Dann werde ich das nachholen. Gut. Aber wie gesagt, hier wird es jetzt wirklich ein bisschen technisch, also sehr technisch, auch mit sehr viel Logik. Und da braucht man ein bisschen Gehirnschmalz für die ganze Geschichte. Wer also nicht fit ist in Programmierung, wer nicht fit ist in, sag ich mal, Binäroperationen oder sich nicht fit fühlt, macht euch keine Gedanken, dass ihr das, was ich euch hier zeige, nicht nachbauen könnt. Ich will nicht sagen, ihr sollt abschalten. Ja, keineswegs. Wer abschaltet, der lernt auch nichts dazu. Aber macht euch keine Gedanken, wenn ihr es dann eventuell nicht vernünftig nachbauen könnt. Ja? Ich helfe gerne, gar kein Problem, auch im Discord. Aber ich muss bei PNs ganz klar sagen, wenn ich jedem einzeln helfen will, das kann ich vielleicht bei 3, 4, 5 Leuten machen, aber wenn mehr Leute auf mich zukommen, dann kriege ich Probleme. Ja, ich muss auch noch arbeiten und ich möchte gerne Videos machen und ich habe Freizeit und Familie und so weiter. Das kann ich nicht. Ja, das funktioniert nicht. Deswegen haut's in den Discord von Fellpower. Haut's da einfach rein in den Coding-Channel oder Hilfe-Channel und da wird euch bestimmt jemand helfen, eventuell auch ich, wenn ich da gerade Zeit habe zu antworten. Und dann kriegt man das bestimmt hin. Gut, das ist das. Eine andere Sache noch, ein bisschen off-topic. Wenn ihr meinen Nicknamen bei Steam kennt oder mich halt bei Discord kennt oder sowas, gerne. Wir können schreiben, alles Mögliche, auch privat und so weiter. Wir können auch labern, überhaupt kein Problem. Aber Freundschaftsanfragen nehme ich ausschließlich an, wenn ich die Leute irgendwie kenne. Also sei es über, dass wir schon mal miteinander geredet haben, viel miteinander geschrieben haben oder sowas. Nur dann. Ich kriege manchmal Freundschaftsanfragen, wo ich nicht weiß, woher die kommen. Ist das ein Scammer? Ist das jemand aus meinen Videos oder sonst irgendwas? Sei es bei Steam, sei es bei Discord. Seid mir nicht böse, aber da lehne ich einfach ab. Wer nicht vorher mit mir in Kontakt getreten ist, da lehne ich das einfach ab. Ganz einfach, ganz klar. Tut mir leid, wenn ich euch da ein bisschen vom Kopf stoße, ja, wenn ihr eine Anfrage gestellt habt und ihr habt keine Antwort bekommen, aber ich muss es einfach nochmal sagen, das muss ich leider ablehnen. Ja. Okay, jetzt haben wir schon 5 Minuten gequatscht hier. Wollen wir mal loslegen. Gut, in diesem Video. Das Video heißt irgendwie wahrscheinlich globaler Alarm oder Basisalarm oder sonst irgendwie sowas.
Ich muss es nämlich irgendwie kurz halten, aber es soll nicht nur um den Alarm gehen. Es geht wieder um die Network Channels. Ja, wer hätte es erraten? Dazu habe ich bisher was vorbereitet. Und zwar 5 Räume. Ja, einen Gliederraum, einen grünen, einen, ja, das ist grün. Einen blauen, einen grünen, einen orangen und einen gelben. Extra nochmal mit Lampen, dass man es auch bei Dunkelheit sieht. Weil heute wäre es schön, wenn die Sonne auch mal untergeht. Aber wahrscheinlich geht sie genau in dem Moment auf, wenn ich es brauche. Naja, hier drin befinden sich jeweils 2 runde Lämpchen, eine Alarmlampe, ein Sensor hier, dass man hier reinlaufen kann und dann geht das an. Deswegen ist der Rahmen hier, damit es als Raum gilt. Das Ganze wird gesteuert über den IC. Funktioniert aktuell nichts, weil ist nicht programmiert. Das machen wir gleich. Dann haben wir das Ganze hier und da und da und da. Also exakt das Gleiche. Und wir bauen da auch gleich exakt den gleichen Code rein. Dann haben wir hier Schalter in den Farben der Räume jeweils. Und diese Schalter, die sollen Folgendes bewirken. Wenn ich diesen Schalter hier anmache, dann soll in dem Raum das Licht angehen. So, und jetzt fragt ihr euch, Moment, ich habe hier ein anderes Kabel, ich habe ein Trafo und da auch ein Kabel. Irgendwas passt da nicht. Genau, weil das hier ist mehr oder weniger so ein Testaufbau meines Basisnetzes. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind meine RTGs, das sind jetzt meine Generatoren, meine Batterien oder sonst irgendwas. Und dieses Kabel zieht sich durch meine ganze Basis. Komplett, durch die ganze Basis. Und ich habe dann an diesem Kabel mehrere Trafos hängen mit mehreren Räumen. Deswegen hier meine verschiedenen Räume. Und die werden dann über diese Trafo versorgt. So, jeweils so ein Computer zum Programmieren, aber der ist egal. Und ich möchte jetzt mit diesen Schaltern hier, die ja gar nicht in den Räumen hängen, trotzdem das Licht in den Räumen schalten. Und das geht. Mit Hilfe der Network Channels. Damit können wir aber auch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel einen Alarm auslösen in allen Räumen. Ich habe das jetzt hier gemacht über diese Lämpchen, ne, dass wenn die angehen hier. Man kann aber Lautsprecher machen, man kann alles machen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und das habe ich dann mit diesem Schalter hier realisiert, der rote. Das ist der Alarmschalter. Der macht dann Alarm. Und das Ganze wollen wir jetzt einfach mal programmieren. Ja, wir fangen ganz langsam und behutsam an. Einfach, indem wir hier jetzt mal beigehen. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe auch schon die Hatches rauskopiert. Also wir müssen uns da jetzt nicht so riesig mega viel Sorgen machen. Also wir fangen jetzt erstmal an, indem wir hier mal den Bewegungsmelder reinbauen, ja. Und zwar sagen wir hier LB ROS. Ja, und dann können wir uns den Hash, den hole ich mir mal eben hier. So, Hash. Activate. Machen wir Maximum. Wir haben nur einen, das ist also völlig egal. Und dann sagen wir SB. Und da nehmen wir den Hash für die Lampen. So. On. Und dann nehmen wir ROS. Ganz simpel. Draufschreiben. Reingehen. Licht geht an. Easy. Ja, kennen wir. Nichts Besonderes. Wenn ich jetzt hier bei den Schalter umlege, passiert nichts. Ja, warum auch? Gut. Jetzt wollen wir aber, dass wenn wir den Schalter da umlegen, dass hier die Lampen auch angehen. Also ich möchte mit dem Schalter die Lampen anmachen. Ihr könnt das machen, wie ihr das wollt. Ne? Also ihr könnt dann natürlich auch was anderes programmieren. Aber das ist jetzt mein Szenario. Ich möchte mit dem Schalter da hinten diese Lampen anmachen. Ihr könnt damit auch verhindern, dass der hier funktioniert oder sonst irgendwas. Das ist eure Sache. Gut, aber das ist mein Szenario hier jetzt aktuell. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das auf die Kette? Und dafür brauchen wir einen Chip auf diesem Datenbus. Ja? Dazu habe ich hier einen Chip, nämlich diesen IC Master. Hier habe ich noch 2 Slaves-Chips, dazu komme ich später nochmal. Da will ich jetzt erstmal noch gar nicht ran. Dazu nutze ich mir halt diesen Chip hier. Und dieser Chip soll jetzt mittels Network Channel Daten übertragen. Und zwar über diesen Kandidaten, ja, also diesen Trafo hier, soll er Daten auf diesem Port, dem Output, rausschicken auf dieses Kabel, auf diesen Network. Und zwar auf Channel 0. Ja, da sollen Daten empfangen werden. So, das ist ja gar nicht mal so schwierig. Wir haben dann hier auf diesem
haben wir dann Channel 0, da haben wir dann Daten drauf und die können wir auslesen. So, ein kurzer Cut und da bin ich wieder. Ja, ich habe mich gerade irgendwie total verzettelt und musste nochmal kurz von vorne anfangen. Ja, also das war jetzt irgendwie ein bisschen doof. Gut, ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, damit ich auch wieder reinkomme. Also hier kommen die Daten drauf Channel 0 an und die lesen wir dann aus. So, aber erstmal müssen wir die Daten draufbringen. Darum kümmern wir uns jetzt, indem wir diesen Chip hier anfangen zu programmieren. Ja? Auf dem Chip habe ich hier auf den Schrauben die Travos draufgepackt. Ja, Travo 1 bis 5. Wir könnten jetzt auch 6 machen, die letzte Schraube auch noch belegen, habe ich jetzt aber nicht. Was aber auch zeigt, dass halt nur 6 Räume mit einem Chip angesprochen werden könnten auf diese Art und Weise. Ja, das ist halt das einzige Manko. Hier funktioniert das Naming, ja, also mit den Namenshashes, funktioniert hier leider nicht. Dafür gibt es aber eine Lösung, ja, und zwar die Slave-Chips, zu denen ich dann kommen werde. Ja. Und ich sage jetzt immer ja, weil ich das toll finde, wenn ich mich selbst bestätige. Meine Herren, ich bin noch oder sowas, ich weiß es nicht. Gut, also fangen wir einfach mal mit dem Master Chip an. Die hier übrigens, die heißen Level 1 bis 5 und werden per Namen angesprochen von mir. Ne? Also nur damit ihr Bescheid wisst. Achso, 6 gibt es hier übrigens auch theoretisch, aber der heißt Alert. Gut. Gucken wir uns mal hier den Code an. Wir haben hier alias RCH0. Ja, das ist also unser Channel 0, den wir dann lesen bzw. beschreiben wollen. Und unsere Main Loop. Ich verzichte hier in diesem Fall auf das Child, weil das einiges verzögert. Das möchte ich jetzt hier nicht. Das soll etwas reibungsloser laufen. So, das Erste, was wir jetzt machen werden, wir werden als allererstes uns einmal den Wert von den Levern holen. Ja, die Hashes habe ich mir schon mal rausgeschrieben. Lever Punkt 1. So. Open Maximum. Gibt sowieso nur einen davon. Macht nichts. So, jetzt haben wir in R15 haben wir jetzt den Status von dem Schalter, von dem Lever, von dem Hebel. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja, jetzt wird es wirklich ein bisschen tricky. Jetzt kommt nämlich das Binäre. Ja? Ich mache bei diesem Jahr einfach weiter. Es gibt's nicht. Meine Güte. Ja, seht's mir bitte nach. Ja. gut. Also, wir machen jetzt eine Binäroperation. Ja? Wir werden jetzt diesen Wert. Ja, hier wird eine 1 oder eine 0 drin stehen, ja, also 0 oder 1. Eins von beiden wird da drin stehen. Das sieht binär wie folgt aus. Ich schreibe es mal in 8-Bit, ja, so oder so. So wird das aussehen. Nur einfach hier hingeschrieben, damit ihr das einfach mal seht. Mach es mal einen Kommentar. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden diese 1 hier nach links schieben. Ja, einfach hier hin. Dann sieht das so aus. So, und das machen wir mit dem Befehl SLA RCH0 RCH0 1. Blödsinn. Warum RCH0? Blödsinn, 15. Bei 15 wollen wir schieben, nicht bei RCH0. So. Jetzt ist es richtig. Ja, somit wird, wenn das Ding 1 ist, wenn es 0 ist, macht es gar keinen Unterschied. Passiert nämlich nichts. Aber wenn das 1 wird, passiert Folgendes. Aus dieser 1 hier wird das. 0 bleibt 0, da passiert gar nichts. Aber hier wird die 1 einfach hier rüber geschoben. So, warum wir das machen, das erkläre ich euch gleich. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal für den zweiten Lever. Einmal so und einmal so. Lever 2. Aber hier schieben wir jetzt nicht einmal rüber, sondern wir schieben zweimal rüber. So, und dann ist es so, dass wir hier vorerst in 15
was drin haben. Und zwar so, so. Das haben wir da drin. Und jetzt wird das draus. So, wenn wir uns jetzt mal Folgendes überlegen. Bei dem ersten hier, ja, also bei diesem hier, bekommen wir, sofern das eine 1 ist, das raus. Bei dem anderen bekommen wir das hier raus. Ja, dann sehen wir, dass die Einsen immer ein bisschen verrutscht sind. Das bedeutet, oder was ich euch hier zeigen möchte, ist, dass ich jedes Bit, bis auf das erste, ne, dieses vordere, das benutze ich nicht, jedes Bit hier stellt für mich einen einzigen Schalter dar. Ja? Also Bit 0, ne, das erste, das ist immer ganz rechts. Ja, wir lesen hier beim Binären immer von rechts nach links. Das ist ein bisschen anders als beim normalen Lesen. Bei Bit 0, das benutzen wir nicht, aber Bit 1 stellt immer den Schalter 1 dar. Bit 2 immer den Schalter 2. Bit 3 immer den Schalter 3. Ja, also der Schalter 3 würde dann so aussehen, wenn der 1 ist. Wenn wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen bei und haben zum Beispiel Folgendes in RCH0 drin stehen. Und wir addieren jetzt das hier auf den drauf. Na? Dann wird das hier eine 1. Genauso, dann wird der eine 1, sofern das hier eine 1 ist, und der eine 1. Das heißt, bei dieser Konstellation würden wir am Ende das hier rausbekommen als Zeichenkette. Wir wüssten also ganz genau, welcher Schalter ist 1, weil wir wissen, welcher Schalter ist an, weil wir wissen, welches Bit hier der entsprechende Schalter ist. Das nennt sich Bitmanipulation bzw. Flags setzen. Das sind sogenannte Flags. Ich benutze einen Speicherbereich halt mehrfach. Das Schöne ist, ich kann diesen ganzen CH0 auf einen einzigen Channel schreiben und damit mehrere Schalter abdecken. Also immer, wenn ihr binäre Werte habt, könnt ihr das auf diese Art und Weise da drauf schreiben. Das wird funktionieren. Das verspreche ich euch. Ja, das ist richtig gut. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Wir müssen addieren und das machen wir jetzt. Wir addieren auf RCH0. RCH0. Das R15 drauf. Ja, dieses hier. So, das machen wir hier natürlich auch. So, das Ganze machen wir für alle Lever. Ja, also wirklich für alle. Auch den Alert Lever. So, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen vorbereitet. Will euch da ja nicht dumm sterben lassen. Zack. Machen wir nämlich mal so. Ja, ich habe das Ganze schon mal vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht, weil ich hier mir schon gedacht habe, ich muss sehr, sehr viel erklären. So, hier ist es jetzt genau das Gleiche. Ich habe das hier addiert und das Einzige, was ich jetzt noch hinzugefügt habe, ist hier ein Move CH00. Warum habe ich das getan? Nun, ich habe das gemacht, damit der hier definitiv immer 0 ist, weil würde die Schleife hier unten hier wieder hochspringen, dann wurde ja das Ganze schon aufaddiert. Und dann würde das Ding immer weiter hochrechnen. Immer weiter. Das würde bis ins Unendliche rechnen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur diese Bits setzen. Ja? Okay. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auf den Channel 0 schreiben. Und das von allen Räumen. Ja, wirklich von allen. Was wir aber erstmal machen, bevor wir das machen, wir schreiben uns das Ganze auf das Gehäuse. Ja, so. Ja, schon wieder Ja gesagt. Jetzt gucken wir mal aufs Gehäuse, da steht 0. Und wenn ich jetzt diesen Schalter hier umlege, ja, da, ja, ich muss mit diesem scheiß Ja aufhören, meine Güte. Mantra, bitte höre mit dem Ja auf. Wenn ich diesen Schalter hier umlege, was kommt dann hier raus? Ich mache das, zeige euch aber nicht, was rauskommt. Ihr dürft jetzt mal kurz grübeln. Was kommt da raus? Überlegt mal. Ja, wir gehen jetzt nochmal hier zurück. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, in der ich binär ein bisschen erklärt habe.
Ja. Das war kein Ja. Hier würde die 1 stehen, ja. So, hier haben wir eine nach links geschiftet. Die 1 war hier, ist hier rüber gesprungen. Was ist das hier jetzt für eine Zahl? Binär in Dezimal. Das ist jetzt die Frage. So, wer gesagt hat, das ist eine 1, der liegt falsch. Wer gesagt hat, das ist eine 2, der liegt richtig. Es ist eine 2. Wenn ich diesen Schalter hier umlege, was kommt dann raus? Geh doch mal zurück. Kleines Quiz hier. Ja, so. So. 14. Da. Hier haben wir das. Ich erinnere euch nochmal. Wir haben pro Bit eine gewisse Wertung. Ja, Wertung. Ach man, dieses Blöde mit dem Entfernen. Wertung 1. 2. Wie sollen das mit dem Entfernen fixen? 4. 8. So. Ja, 16, 32, 64, 128. Ja. Das sind die Wertungen. Einfach damit ihr das nochmal so seht. Ja. Wenn ihr ein Video dazu geguckt habt, dann sollte euch das jetzt auch klar sein. Wer gesagt hat, es kommt eine 3 raus, der liegt falsch. Wer gesagt hat, es kommt eine 4 raus, der liegt richtig. Kommt eine 4 raus. Wenn ich jetzt diesen Schalter hier auch noch dazu nehme, was haben wir dann? Jetzt gehe ich nicht wieder hier hin. So, wer jetzt auf die Idee gekommen ist, das ist eine 6. Der liegt richtig, das ist eine 6. Die, die das jetzt richtig hatten, die haben wahrscheinlich Binärmanipulation bzw. Binärrechnung verstanden. Ich kann jetzt noch diesen hier dazu nehmen. Ja, ich verrate euch, das ist das zweite, also das Bit 1. Ne? Das hier ist das Bit 3, 4 und 5. Heißt also hier 2, 4, 8, 16. Wer also jetzt darauf kommt, was das ist, 22, korrekt. Ja, also, wer das richtig hatte, der weiß, wie binär funktioniert. Wer es nicht richtig hatte, der bei dem es jetzt aber Klick gemacht hat, auch geil. Wer es gar nicht richtig hatte, guckt euch das nochmal an. Ja, das ist wirklich wichtig, damit ihr den Rest jetzt weiter versteht. Das ist echt, ja, es ist wichtig. Es funktioniert halt nicht ohne. Es tut mir leid. Ich kann es leider nicht anders machen. Okay. Also, wir haben die Bits geschiftet jeweils. Wir haben das aufaddiert und kriegen damit die Zahlen raus. Ich nehme jetzt nochmal das Move raus, einfach damit ihr seht, was passiert, wenn ich das Move weglasse. Wir haben eine 0. Jetzt ziehe ich hier einmal dran und ihr seht, das zählt einfach ständig hoch. Ja. Ich kann jetzt mal den großen hier machen, dann zählt es sogar schneller hoch, weil er halt mehr nach oben zählt. Okay, also das ist etwas, was halt nicht, was wir nicht wollen. So. Jetzt haben wir den ganzen Spaß, wir haben, können uns das ausgeben, jetzt müssen wir es aber noch auf die Channels bringen. Und das können wir auch ganz einfach machen. Ne? S, D, 0, Dollar, 1, RCA0. Warum nehme ich hier die 1? Das gucken wir uns einmal kurz an. Wir nehmen uns hier einmal den Transformator. Ich weiß zufällig, dass ich diesen hier genutzt habe. Und der Output, der Power Output, da wo das nicht so starke Kabel rauskommt, da ist die 1 als Connection. Deswegen nehme ich die 1. Und da schreibe ich mir diesen Wert jetzt einfach auf den Channel 0. Und das mache ich bei allen. 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Exportiere das Ganze und jetzt habe ich auf diesen Kabeln hier bei jedem diese, ja, diese Codierung, ne, von den Schaltern. Da passiert nichts. Es ist nur auf dem Channel geschrieben. Das müssen wir jetzt aber noch auslesen. Ja, sonst funktioniert das nicht. Also gehen wir jetzt bei an unseren Rechner hier und lesen uns den Spaß mal aus. Als allererstes lesen wir den Channel aus. RCH0 DB.0. Warum nehme ich die 0? Weil es egal ist. Ihr könnt kurz grübeln, warum es egal ist. Gucken wir uns das mal an.
Ja, der hängt mit beiden Anschlüssen auf dem gleichen Kabel. Es ist egal, welchen Port ich nehme. Es würde mit beiden funktionieren. So, jetzt nehme ich mir diesen Channel hier, also diesen Channel 0 hier raus. Und jetzt habe ich hier eventuell eine ganz krude Kombination. Ja? Ich habe hier zum Beispiel 1010. So. Heißt also, der erste Lever und der dritte Lever wären in dem Fall offen. Dieser hier und der da. Wir wollen jetzt aber nur ausschließlich wissen, dieses eine Bit. Das hier. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Na, komm her, so. Dieses Bit. Die anderen interessieren uns nicht. Wir wollen nur wissen, ist dieses Bit hier 1? Und wie können wir das herausfinden? Und das ist relativ einfach, indem wir beigehen und eine Verknüpfung machen. Und zwar machen wir eine Verknüpfung mit 1,0. Eine sogenannte AND-Verknüpfung. AND. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal, wir schreiben in R15 zurück. RCH0. Ja, was wir jetzt rausgelesen haben hier, das ist jetzt zum Beispiel dieser Wert. Das verknüpfen wir mit dem binären Wert 1,0. Das wird geschrieben so. Ich kann es auch dezimal schreiben, dann muss ich hier eine 2 hinschreiben. Ich möchte euch aber gerne das binär zeigen, dann muss ich ein Prozent davor schreiben. Das sehen wir hier unter F, sehen wir das hier auch. Das ist ein Makro, was sagt, dass wir Prozente schreiben. So, das heißt, ich gehe jetzt bei, oder mit diesem AND geht man bei und guckt nach, ob dieses Bit mit diesem hier exakt 1 ist. Also beide müssen 1 sein. Und dann wird als Resultat, ja, hier wäre jetzt sozusagen das Ergebnis, ja, wenn wir es wie in der Mathematik sehen wollen, dann wäre das jetzt eine 0, weil hier beide 0 sind. Das hier wäre eine 1, weil hier beide 1 sind. Das hier wäre eine 0, weil beide 0 sind. Das hier wäre eine 0, weil nicht beide, sondern nur einer 1 ist. Und hier wäre auch wieder alles 0. So, also das wäre halt binär, ganz kurz und schnell erklärt. Bitte andere Videos gucken, um eine genauere Erklärung davon zu haben. Und jetzt gehe ich noch einmal bei und sage SGT R15 0. Ich gucke nach, ob R15 größer als 0 ist, ja, weil das hier ist eine 2. Ich würde ab Ende ja eine 2 rausbekommen, wenn das Bit gesetzt ist. Ist das Bit nicht gesetzt, kriege ich eine 0 raus. Ist das Bit gesetzt, kriege ich eine 2 raus. So, ich will aber eine 1 oder eine 0 haben. Brauche ich nicht immer. Ich kann mir diese Zeile eventuell schenken. Ich mache sie jetzt aber sicherheitshalber. Und dann kriege ich in der 15 eine 1 oder eine 0. Dann bin ich glücklich. Und jetzt wollte ich ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte mit dem Schalter das Licht an- ausmachen oder wenn ich den Raum betrete. Jetzt muss ich halt diese Regel hier einbauen. Ich muss also sagen, OR, R15, ROS, R15. Ich muss also meinen Schalter und meinen Sensor miteinander oder verknüpfen. Einer von den beiden soll geschaltet werden. Und das schreibe ich mir jetzt, halt nicht das OS, sondern die R15, was ich hier zurückgeschrieben habe, schreibe ich mir jetzt auf die Lampen. Fertig. Das war's. Speichern. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir gehen hier rein, das funktioniert. Jetzt gehen wir hier rüber, ziehen den Hebel, Achtung, und das Licht geht an. Jetzt können wir auch einen anderen Hebel ziehen. Überhaupt kein Problem. Da passiert nichts. Weil wir den nicht abfragen. Ja, das Bit, das fragen wir nicht ab. Okay. Wir haben aber noch einen Schalter, den will ich nochmal kurz zeigen hier. Wir haben noch einen Schalter, nämlich den da. Den habe ich auch in meinem Code hier eingebaut. Für denjenigen, der es gesehen hat. Da shifte ich dann 6-mal. So, das heißt, den werden wir jetzt auch einmal abfragen.
Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist nämlich das gleiche Prinzip. End R15 RCH0. Also das gleiche, wie wir es hier machen. Nur, dass wir hier jetzt 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 machen, weil wir ja 6-mal geschiftet haben, ne? Hier wäre sie gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann SGT, R15, R15, 0 und SB. Jetzt muss ich mal kurz den Hash für diese Rundumleuchte holen. Zack, da drauf. On R15. Speichern. Passiert nichts. Machen wir nochmal den Hebel an. Wunderbar. Den Hebel rundum geht an. Wunderbar. Jetzt müssen wir das Ganze portieren auf die anderen Räume. Geht also bei. Copy. Und bringen das jetzt auf diesen Raum. Paste. Hier haben wir um ein Bit mehr beschriftet, also geht hier die 100. Alarm bleibt so, ist der gleiche Schalter. Hier ebenfalls, hier haben wir 2 Bits geschiftet. Oder 3 in dem Fall. Also kommen hier nochmal 2 drauf. Hier kommen 3 drauf. So, und hier kommen dann 4 drauf. Und wenn wir uns das Ganze hier jetzt mal angucken, dann geht der an. Damit geht der an. Hier geht auch noch der grüne an. Dann geht der an. Dann gehen die aus. Auf allen geht der Alarm an. Und auch die Lampen gehen an. Also haben wir jetzt unsere Schalter hier angebunden an das Ganze. Wunderbar. Gut, wir können aber noch einen 6. Raum anschließen. Nur dann ist vorbei. Dann geht nicht mehr. Jetzt natürlich die Frage, wenn wir einen 6. Raum anschließen, okay, sagt ihr euch vielleicht, ist ja kacke, dann müsste ich jetzt für alle 6 Räume immer einen Channel 0 verballern. Also einen Channel verballern. Das ist nicht so einfach. Weil dann bin ich ja auch wieder krass limitiert, weil ich ja nur 8 Channels habe. So, und dann habe ich 6x8 Räume, die ich nutzen könnte, beziehungsweise Travos, die ich ansteuern könnte. Und ich glaube, in meiner aktuellen Basis, die ich im Singleplayer spiele, habe ich mehr als die Travos. Oder werde mehr haben. Es könnte also knapp werden. Davon abgesehen kann ich die anderen Channels nicht benutzen. Ja, die sind für mich tot, weil ich die ja belege. Und das wäre doof. So, insofern habe ich mir das überlegt und habe die beiden ICs hier als Slave mal angebunden. Und das würde funktionieren. Das sind jetzt Dummies, da ist nichts drauf. Also hier auf den Ausgängen ist nichts drauf. Das ist nur, damit ihr den Code mal seht und was bei rauskommt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass hier dann, dass hier was drauf wäre. Und dass die eigene Schalter hätten. Ich benutze diese Schalter hier jetzt trotzdem. Also der liest die gleichen Schalter aus. Macht aber nichts. Das ist also völlig egal. So. Diese beiden Slaves haben wir. Und jetzt lese ich mir die einfach mal hier ein. Import. Und ihr habt gesehen, da hat sich wenig verändert. Jetzt scrolle ich hier mal ein Stück und wer sieht die Veränderung? Dum, 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 dum. Vielleicht finde ich aber die Musik, dann muss ich die einblenden. Okay. Wer es nicht gesehen hat, die Veränderung ist eigentlich ganz einfach. Hier unten fehlt natürlich das Schreiben auf den Channel. Ganz klar, weil wir keine Travos angeschlossen haben. Aber hier, das Bitshifting hat sich geändert. Mehr hat sich nicht geändert, nur das Bitshifting. Wo ich bei dem anderen, den letzten hier, der Alert hatte 6, mache ich hier einfach mit 7, 8, 9, 10, 11 und 12 weiter. Und bei dem 2 mache ich damit 13, 14, 15, 16, 17, 18 weiter. Rein theoretisch, ich will es nicht beschreien, aber rein theoretisch müsstet ihr bis 32 hochgehen können. Ich habe es nicht probiert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht auch bis 64, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass ihr so viel brauchen werdet. Also, da müsst ihr gerne mal rumprobieren,
aber ihr habt auf jeden Fall einiges, was ihr ausprobieren könnt, weil die Zahlen in Celsius können sehr, 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 sehr groß werden. Okay, also da habt ihr Möglichkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 64 möglich sein wird. Insofern habt ihr genug offen. Gut, aber was bringt uns das hier jetzt? Nicht sonderlich viel bisher, ne? Wir müssen es ja irgendwie noch auf den Channel kriegen. Dazu gehen wir wieder in den Master, importieren uns den einmal und gehen hier jetzt bei, bevor wir das Ganze auf den Channel schreiben. Und da habe ich jetzt ein bisschen mit vorbereitet. So. Hier lese ich mir jetzt den IC Slave 1 ein. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich rechne diesen Slave einfach auf CH0 drauf. Also auf die Variable, auf das Register. Warum? Weil ich, vereinfacht dargestellt, diesen Block, das ist der Slave-Block, und dieser Block, das ist der aus diesem Chip hier. Und wenn ich hier irgendwelche Sachen ändere und addiere das auf meinen anderen drauf, ändere ich hier den Teil ja nicht mit, weil der ist einfach 0. Fertig. Ja, ich beschreibe ja nur diesen Part. Und deswegen kann ich das auch einfach wieder addieren. Und das kann ich mit beliebig vielen machen. Das heißt, ich gehe hier einfach bei, nehme mir jetzt hier noch meinen Slave 2 und addiere das drauf und fertig. Jetzt schreibe ich das auf meinen Dingens hier und gut ist. So, jetzt muss man natürlich sehr, sehr viel denken. Wenn ich diesen hier jetzt ziehe, war das vorhin eine 2. Was ist das jetzt? Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, ne, weil wir hier nicht mehr bei dem Bit 2 sind, sondern bei Bit 7 und Bit, jetzt muss ich lügen, 13? Bit 13, korrekt. So, das 13. Bit, boah, ja, was ist das 13. Bit? Ich nehme mir jetzt mal, das seht ihr glaube ich gar nicht. Nein, das seht ihr nicht. Ich nehme mir jetzt mal meinen Taschenrechner, stelle den auf Programmiermodus und kann ich euch das zeigen? Ich gucke mal. Ha, geht. Habe einen Taschenrechner hier im Programmiermodus und jetzt gehe ich hier hin bei Binär und schreibe hier jetzt einfach mal, das ist jetzt 4 Bits. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passt das? Nee, einen mehr, glaube ich. So, wir wären also bei 8192. Meine Herren. So, dann haben wir noch Bit 7. Da liegen wir hier bei dem hier. Das ist die 64. Und die 2. Also müssen wir bei deutlich über 8000 rauskommen. Gucken wir mal. Da haben wir es. 8322. Wir gucken nochmal. Wo ist mein Taschenrechner? Habe ich ihn geschlossen? Ja, ich depp. Okay. Macht nichts. Also, ihr habt gesehen, da kommt einiges dann zusammen, weil wir halt diese jetzt so große Bereiche aufbauen. Wenn ich jetzt hier hinten noch einen nehme, dann liegen wir weit, 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 weit weg. Ah, seht ihr das? Aber das macht alles nichts. Ihr seht ja auch, das funktioniert hier alles wunderbar, weil die Bits, die diese hier erzeugen, die interessieren die Räume ja gar nicht. Ist ja völlig egal. So, damit haben wir jetzt also eine Interchip-Kommunikation über die ganze Basis geschaffen. Und da können wir jetzt den Fantasien freien Lauf lassen, komplett. Ihr könnt einfach mal so ein paar Ideen, ja, ihr könnt das Ganze in eine Filtration bauen. Ihr könnt bei einer Filtration zum Beispiel das Ganze auch mehr oder weniger rückwärts laufen lassen. Ja, ihr habt hier einen Raum, seid hier drin, dieser Chip misst eure Filtrationsanlagen. Ne? Ihr habt ja wahrscheinlich in den Filtrationen, habt ihr wahrscheinlich einen Chip drin, der kann natürlich sagen, hey Travo, spiel da mal was zurück. Dann müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, ja, ganz klar, weil ein Travo kann nur von dieser Seite aus Daten empfangen. Hier kann ich den wahrscheinlich gar nicht auf die
kann ich hier nicht draufbringen, wie ihr seht. Also mit dem Travo wird es so nicht gehen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt natürlich einen Memory Chip zum Beispiel nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Oder einen ganz einfachen Logic-Chip. So einen hier. Der muss nicht an sein. Der muss auch nichts machen. Ihr müsst nur Data-Input und Power oder diesen Data-Output irgendwie so. Das müsst ihr miteinander verbinden, so dass ihr den hier ansprechen könnt. Ja, an diesem hier. So müsst ihr den anschließen. Irgendein Gerät, das zwei Ausgänge hat, damit ihr eine Brücke habt. Und dann könnt ihr von hier einen Wert hier draufschreiben, auf diesen Bus. Zum Beispiel in Channel 1. Ja, Channel 1 könnt ihr benutzen, um aus dem Raum in den restlichen Bus zu schreiben. Und mit diesem Chip könnt ihr das Ganze dann wieder auslesen, was auf Channel 1 kommt, verarbeiten und auf Channel 0 dann einen Alarm senden an alle Räume. Und eventuell auch einen anderen Ton pro Filterart oder was auch immer. Also da könnt ihr richtig, richtig viel mitmachen. Ist eine ziemlich geile Geschichte. Also macht einfach. Es ist wirklich genial. Ich werde es in meiner Basis machen. Definitiv. So etwas hier. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis dazu dann ein Video kommt. Deswegen ziehe ich das hier vor, weil ich finde, ihr solltet das einfach mal gesehen haben, was man damit machen kann. Gut. Ja, diese Idee kam von mehreren von euch. Muss ich jetzt nochmal am Rande sagen. So zum Schluss, am Anfang habe ich euch ja schon gelobt. Aber jetzt nochmal, einige von euch hatten so eine ähnliche Idee mit dem Hauptnetz. Das war auch mehr oder weniger so die Art, die ich machen wollte. Ich hatte theoretisch schon ein bisschen mehr geplant, aber ich dachte, für dieses Video ist das hier schon heftig genug. Also ich sehe jetzt eigentlich schon, ohne euch wirklich zu sehen, sehe ich, ich habe viele Leute verloren. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier sage, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Zuschauer haben. Die Abschaltwerte dieses Videos werden wahrscheinlich grandios hoch sein. Macht aber nichts. Für alle, die das ganze Video mal geschaut haben, dürfen in die Kommentare Heureka schreiben. Ah, dann weiß ich, ihr habt es bis zum Ende geguckt. Und ich sag mal, danke für euren Input. Und ich hoffe, das hier hilft euch ein bisschen. Und wir werden da definitiv nochmal irgendwie praxisnähere Beispiele zu haben, wo ich das dann auch wirklich einsetze. Das mache ich dann aber wirklich in meiner Basis. Also in der Basis, die ich wirklich spiele. Ja, insofern ist das Video vorbei. Es sind einige Minütchen geworden hier. Und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.